Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, der Kampfpass bei Pixelgun 3D hat ja sehr, sehr viele Änderungen gebracht, ja, die das Spiel eigentlich interessanter machen, aber trotzdem ist der Battle Pass so eine Sache, muss ich sagen, denn zum Beispiel startet er bei iOS, also beim iPhone und beim iPad, nicht zur gleichen Zeit wie bei Android, und das finde ich schon sehr komisch, denn bei Android ist er zum Beispiel jetzt schon vorbei und bei iOS läuft er über Pixelgun noch 14 Tage, was eigentlich sehr, sehr komisch ist, aber na gut, das hängt mit dem Update zusammen. Auf der einen Seite ist es ja auch fair, da wir beim iPhone und beim iPad ja auch das Update etwas später bekommen haben. Aber wieso macht er eigentlich Pixelgun 3D besser? Nun ja, er hat hier diese sogenannten Challenges eingeführt, und ja, es gibt tägliche Challenges und es gibt auch Kalender-Challenges. Die täglichen Challenges ändern, wie auch der Name sagt, täglich ihren Namen, täglich ihre Aufgaben, also die kann man abschließen oder auch nicht. Und dann gibt es noch die Kalender-Challenge, was eigentlich fast das gleiche ist wie tägliche Challenges, nur dass sie da bleiben. Man kann zum Beispiel hier noch die Challenges vom ersten Tag oder zweiten Tag abschließen, sowie auch die vom heutigen Tag. Nur etwas ist komisch an der, das ist so eine Sache mit den Challenges, was mich hier etwas stutzig macht, denn es gibt manche Challenges, die einfach komplett gleich sind. Also man kann, wenn man lange genug wartet und am letzten Tag des Battle Passes spielt, kann man eigentlich ohne viel mehr Aufwand, also mit weniger Aufwand, mehr Challenges abschließen. Denn es gibt zum Beispiel, ich habe heute dreimal die Challenge holt ihr drei Fahnen in der Fahneneroberung abgeschlossen. Und ja, das finde ich eigentlich schon komisch, dass sie hier dann ja mehrmals die gleiche Challenge haben, denn irgendwie ist es dann kein Ansporn mehr für die Spieler, ja, das nochmal zu schaffen, wenn man da wirklich seine Schwierigkeiten hat, so wie zum Beispiel ich bei den Fahneneroberungen, und dann hat man ewig lang gespielt und dann kurz später hat man dann wieder das gleiche, die gleiche Challenge, ist es erstens etwas langweilig und auch sehr ärgerlich, denn man hätte mit dem gleichen Aufwand hier gleich mal zwei Challenges mit, ja, auf einmal abschließen können, was das Ganze natürlich um einiges leichter gemacht hätte. Also mein Tipp für die Challenges ist einfach, ja, nicht gleich von Tag 1 anfangen und alle machen. Besser so bei Tag 10 einsteigen, denn da sind schon einige Challenges doppelt und da kann man gleich mehrere auf einmal abschließen, und das ist schon um einiges schlauer. Wie gesagt, ich habe heute dreimal zur selben Zeit die Challenge hole drei Fahnen bei der Fahneneroberung abgeschlossen und habe somit, glaube ich, 150 Punkte freigeschaltet und bin somit gleich zwei Level aufgestiegen, weil ich zuvor schon 75 Punkte habe, plus 150, man braucht ja immer 100 für ein Kampfpass-Level. Und ja, das war dann schon richtig, richtig cool eigentlich, weil somit habe ich mit einem Kampf, wo ich diese drei Fahnen, beziehungsweise zwei Fahnen waren es, zurückgeholt habe, mit einem, ja, mit einmal abgeschlossen und habe somit gleich 140 Sachen somit geholt. Und das war schon richtig, richtig cool. Ich habe das Ganze auch im Stream gehabt. Vielleicht wart ihr ja dabei. Schreibt es mal bitte in die Kommentare hinein. Wäre interessant zu wissen. Und ja, das finde ich etwas komisch bei diesem Pass. Ist zwar cool, dass sie diese monatlichen Challenges haben, die man das ganze Monat so machen kann, und jeden Tag werden da neue freigeschaltet. Nur es ist halt auch etwas komisch, dass da oft die gleichen sind. Natürlich ist es schwierig jetzt, 30 Tage lang jeden Tag drei verschiedene Challenges zu machen, weil es wären dann insgesamt 90 Challenges, die sich die Entwickler hier überlegen müssten. Aber wenn sie so ein System einführen, dann sollten sie eigentlich auch diese 90 Challenges parat haben. Meiner Meinung nach. Ja, aber ansonsten ist der Battle Pass eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Wie gesagt, man hat somit viel, viel mehr, man spielt so mit Pixelgun einfach viel lieber, weil man sich denkt, oh, ich muss das schaffen, weil dann bekomme ich endlich dieses Teil und ich muss nicht dafür zahlen. So soll es auch sein. Ich meine, man zahlt zwar, um den Kampfpass zu erhalten, um diese Challenges freizuschalten, aber das ist nicht teuer. Pixelgun ist ja ein Free-to-Play-Spiel und sie müssen sich halt auch irgendwie über Wasser halten, denn die arbeiten halt auch stundenlang an dieses Spiel, und das muss halt auch irgendwie bezahlt werden. Ich meine, es gibt auf der einen Seite die Werbungen bei den Gratis-Juwelen, aber ich finde es nicht cool, wenn ich zum Beispiel eine Werbung habe in einem Spiel. Deswegen zahle ich zum Beispiel diese 3 oder 5 Euro für den Battle Pass gerne,
Denn ja, es steckt richtig viel Zeit dahinter, so ein Spiel zu entwickeln. Deswegen gebe ich das gerne aus. Und ja, wie gesagt, die müssen irgendwie überleben. Deswegen kostet eben der Battle Pass was. Man kann natürlich auch den Gratis-Battle Pass spielen oder sich so viele Marken erspielen, dass man sich dann kaufen kann. Dafür muss man dann halt mehr spielen. Aber trotzdem ist es auch theoretisch möglich, sich den Battle Pass freizuspielen, also den kostenpflichtigen freizuspielen. Was auch eine richtig coole Sache ist, ist auch bei Fortnite so, ist auch bei Battlelands Royale so, die ja alle dieses Battle Pass System jetzt haben. Fortnite hat es ja eingeführt. Und ja, ich finde es kein schlechtes System, ich finde es richtig cool, dass es von Spielen übernommen wird. Aber Leute, schreibt doch gerne mal eure Meinung zu den ganzen Battle Pass bei Pixel Gun, auch gerne bei anderen. Ihr könnt gerne hier den Pixel Gun Battle Pass mit einem Fortnite oder Battlelands Battle Pass hier vergleichen. Wäre auf alle Fälle cool und euch zum Beispiel hier reinschreibt, welchen ihr hier am coolsten findet. Ja, wie gesagt, es ist so eine Sache mit den ganzen Challenges, weil halt oft die gleichen sind und oft sind sie nicht verständlich, finde ich. Oft ist es nicht, wenn ihr vielleicht die Streams von mir verfolgt habt, habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich oft überfordert war mit den Challenges, weil ich nicht genau wusste, was die Entwickler bzw. was Pixel Gun jetzt von mir will. So, eine Mine schmeißen und ich liebe den verfluchten Pirat, Leute, weil man einfach so spammen kann mit diesem Teil. Hat, glaube ich, 31 Munition hier und es muss nie nachladen. Und es schießt so schnell und wenn da jetzt ein Gegner ist irgendwo, wo haben wir einen? Da drüben, nö, der ist schon weg. Da ist einer. Ne, der ist auch schon weg. Wow, mein Team ist ziemlich epic, muss ich sagen. Die schaffen das alles, ohne dass ich einen Kill hier schaffe. Aber ja, wartet mal. Ich spam hier gleich mal mit dem verfluchten Piraten los. Und ja, Android hatte den Battle Pass nicht mehr, aber ich glaube, da wird noch eine zweite Saison kommen, wie auch bei vielen anderen Spielen. Also da wird bestimmt noch ein Battle Pass kommen. Hab ich den gekillt? Ich hoffe doch sehr. Ja, bei Battlelands Royale ist ja jetzt auch die Season 2 eingeläutet worden. Habt auch schon einen Stream darüber gemacht. Richtig, richtig cool. Auch viele neue Erneuerungen. Und ja, diese Seasons, das sind halt immer so dann eine Zeit, wo dann das Spiel viele Neuerungen bringt, wo man dann einfach weiß, hey, da ist was Neues da, finde ich schon richtig cool. Und da kann man sich dann auch gut mit den anderen Spielern messen. Und man kann ja auch beim Battle Pass sich die Levels kaufen, jede einzelnen. Kosten ja 1 Euro pro Level, also mit 1,09 Euro kann man sich 240 von diesen Marken kaufen und dadurch dann ein Level freispielen. So, ich habe, glaube ich, jetzt auf Nächstes gedrückt, was ich eigentlich nicht wollte. Ich beende das Ganze jetzt. Ich wollte jetzt nicht nochmal hier in der Anlage spielen. So, ein Duell können wir noch machen. Ich glaube, da haben wir nirgendwo irgendwas. Hier steht immer, und das Nächste ist, es steht immer Herausforderung beendet, obwohl ich hier keine beendet habe. Und ja, wenn man 45 Challenges beendet hier oben, schaltet man die 200 Juwelen frei. Ich hoffe, also ich bin mir ganz sicher, dass ich die noch freischalten werde, denn es sind ja, ist ja erst die Hälfte der Tage um. Bisschen mehr als die Hälfte. Ein Tag mehr als die Hälfte. Und ja, ich glaube schon, dass wir da noch 5 Challenges abschließen, weil ja täglich 3 neue dazukommen. Also kommen insgesamt hier noch 42 Challenges auf mich zu. Und ich glaube schon, dass ich da noch 5 davon machen kann. Außer es sind wirklich so, bringe 10 Fahnen zurück und das nur. Dann schaffe ich es nicht. Aber sonst schaffe ich es. Sonst schaffe ich es bestimmt. So, Gegnersuche beim Duell. Wir spielen ja in der Geisterstadt. Meiner Meinung nach die beste Map für ein Duell. Ah, Gegner spielt mit dem Anti-Champion-Gewehr. Wird jetzt sehr, sehr oft gespielt. Gegen Schlacht beginnt in. Los geht's. Oh, der Gegner ist schon weg. Machen wir den mal. Oh, wo ist der hin? Oh, er hat sich auch den Samurai geholt. Aber er hat nicht den Jetpack. Das heißt, ich kann ihn von oben hier bekriegen. Oder hat er doch den Jetpack? Oder schafft er den Doppelsprung? Weil bei mir funktioniert der Doppelsprung ja nicht mehr. Weder beim Samurai, noch bei den anderen Dingen. Habe ich den Gegner jetzt schon getroffen? Oh, er hat den Samurai nicht mehr. Oh, ich habe ihn auch nicht mehr. Da ist die Zeit abgelaufen. Yes! Und somit haben wir durch den Drachen hier den Gegner gekillt. Nice! Boah, ich liebe die Minigun-Schrotflinte, die ist so schnell!
Die ist so verdammt schnell. Und da habe ich jetzt einen sehr, 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 sehr guten Spawnpunkt erwischt, muss ich sagen. Ja, ich finde es immer nice, dass ich eine Kill-Unterstützung in einem Duell bekommen kann. So, jetzt spammen wir mal wieder mit dem verfluchten Piraten hier los. Ah, er hat letztes Weihnachten. Das ist so eine krasse Waffe. Letztes Weihnachten ist so eine krasse Waffe, Leute. So, nimm das. Wie jetzt? Haustier-Knockout, wenigstens was. Ah! Wo ist er? Wo ist der Dude? Hier. Er hat schon wieder einen Kill geschafft, ja. So kann man es natürlich auch machen. Na, schade. Wow, er hat einen Samurai. Dann habe ich jetzt auch... Ah, nein, er hat mein Gadget geblockt. Ja, so eine Schweinerei. Er hat einfach mein Gadget geblockt. Ja, na gut, das war's. Das war's. Ciao. Ja. Hände hoch in der Geisterstadt. Das war's. Ja, Leute, vielen, vielen Dank. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Wäre auf alle Fälle eine sehr, sehr coole Sache. Falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, dann unbedingt die Glocke aktivieren. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, macht's gut und haut rein. Ciao.